Samuel Schild arbeitet im MEDI, im Zentrum für medizinische Bildung zu Bern. Der Leiter Technik und Hausdienst hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. In der Zwischenzeit ist er operiert worden und hat zwischen den Halswirbel 6 und 7 ein Implantat. Ich habe nicht echt gewusst, was ich für eine Lösung suchen soll. Ich war wirklich dankbar, dass man dann den Kippenschuh hat gefunden, als ich den gefunden habe. Und dann ist wirklich perfekt geworden, das Ganze. Der Kibbut dämpft mit seiner Luftküssensohle die Schläge und schont so die Wirbelsäule und die Gelenke. Er tut ja auch gerade massieren zugleich und tut die Muskulatur stärken von den Unterbeinen und. Und ich verstehe das auch zu wenig, aber mir dachte, das war wirklich super auf der Sache. Das Laufen macht dem Samuel Schild wieder Freude, seit er im Kibbut unterwegs ist. Mir hat irgendwie das Gefühl, wir sind so auf einem wie einen kleinen Gymnastikbau, also einfach so ein Schwabbel, also so ein Hin und Her. Aber das ist sofort ist das irgendwie ein angenehmes Gefühl. Also ich habe vorher noch immer, wenn ich steigen auf bin und steigen ab, haben wir die Tritte gespürt oder den Boden gespürt. Und jetzt ich spüre einfach nichts mehr. Das ist einfach wirklich so super schön gefedert, wirklich gut. Dass ihm ein Schuh den Arbeitsalltag so erleichtern kann, hätte der Samuel Schild nie gedacht. Ich habe lange mit Land mit billigeren Schuhen probiert, aber es ist einfach wirklich, lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach, einen guten Schuh zu haben, da habe ich jetzt den besten gefunden, was es gibt. In der Zwischenzeit ist der Samuel Schild ein überzogener Kibbutträger. Sogar auf der Leiter fühlt er sich im Luftküssenschuh sicher. Vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt vom Ausgleich her auf der Leiter. Aber sonst ist einfach ein Gewohnt, aber wirklich super von dem her. Dank dem Kibbut fühlt sich der Samuel Schild auch nach einem langen Arbeitstag noch fit und unbeschwert. Voran hatte ich einfach müde Beine, wirklich kaputt von diesen harten Böden und so. Aber jetzt ist es einfach so ein Laufen wie auf Wolken, muss wirklich sagen, ist super. Einmal mehr hat also die Schweizer Erfindung einem Schmerzpatienten können helfen. Wie das Beispiel von Samuel Schild zeigt, eignet sich der Kibbut auch bestens für handwerkliche Berufe. Darum empfiehlt der überzeugte Kibbut-Träger allen das Gefühl selber mal auszuprobieren. Ganz nach dem Motto, probieren, Gott überstudieren.